Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am 17. April fand bei der IHK Rhein-Neckar im Haus der Berufsbildung in Mannheim ein Pressegespräch zu den Bund-Länder-Entscheidungen für das Wiederanfahren der regionalen Wirtschaft mit IHK-Präsident Manfred Schnabel, Melanie von Görz von der DEHOGA, Sven Rubel, Geschäftsführer Handelsverband Nordbaden und Lutz Pauls, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-Stadt. Die Wirtschaft stellt konkret 5 Forderungen an die Politik. Die IHK-Präsident Manfred Schnabel wie folgt formuliert. Naja, zunächst geht es jetzt darum, dass die Vereinbarungen, die in Berlin mit dem Ministerpräsidenten getroffen wurden, jetzt umgesetzt werden, weil die Verordnungen kommen letzten Endes von den Bundesländern. Unser Ziel ist es jetzt sozusagen, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg, die für uns zuständig ist, diese Interpretation im Sinne der Wirtschaft auch durchführt. Also zum einen ist uns besonders wichtig, dass diese 800 Quadratmeter Regel im Handel so interpretiert wird, dass es wirklich rein um die Nettoverkaufsflächen geht und darum, dass die größeren Händler, also die ab 801 Quadratmeter, ihre Flächen so weit absperren können, dass sie dann zumindest 800 Quadratmeter betreiben können. Da geht es uns weiterhin darum, dass die Fachmarktzentren, die sehr gute Infektionsschutzmaßnahmen vorstellen können, dass die in die Lehrer versetzt werden, trotzdem zu arbeiten. Das heißt also, dass diese Regelungen etwas großzügiger interpretiert werden können. Uns geht es aber auch darum, dass die Öffentlichkeit geschützt wird, sodass also dort, wo es zu möglichen Menschenansammlungen kommen könnte, die befürchtet werden, wenn größere Händler öffnen, dass da eben die Kommunen dafür sorgt, so wie in Parks etwa, dass diese Distanzregeln auch entsprechend eingehandelt werden. Ja, und zum Schluss die Forderung, dass natürlich diese selbstständigen Unternehmen, die beispielsweise in Einkaufszentren drin sitzen, dass die ebenfalls öffnen können, soweit sie eben unter der 800 Quadratmeter Grenze liegen. Die Frage muss ich jetzt noch nachstellen, und zwar, wie sind die Betriebe aktuell zufrieden mit den staatlichen Hilfen und wie sehen Sie das als Präsident der IHK? Gut, also was man sagen muss, ist, dass die Soforthilfe in Baden-Württemberg relativ gut funktioniert hat. Das heißt, die Betriebe unter 50 Mitarbeitern oder bis zu 50 Mitarbeitern haben großenteils tatsächlich eine Hilfe bekommen in einem bestimmten Umfang, wohingegen die größeren Unternehmen, dann heißt ab 51 Mitarbeiter, also der eigentliche Mittelstand, bis jetzt überhaupt gar keine Hilfen bekommen hat, außer einem Kreditangebot. Wir sind der Auffassung, dass es hier zu einer Entschädigung kommen muss, denn die Betriebe sind ja alle geschlossen worden, nicht deswegen, weil sie was falsch gemacht haben, sondern zum Schutz der Allgemeinheit, und so dass es auch gerechtfertigt ist, dass die Allgemeinheit hier einen gewissen Schadenersatz auch dann leisten sollte. Ein kleiner Ausblick auf die Zukunft, kurze Antwort. Gut, also wir plädieren dafür, Intelligenz ins System zu bekommen. Das heißt, nicht mehr alle Branchen gleichzeitig zu schließen, sondern dass die Betriebe, die eben den Infektionsschutz für ihre eigenen Mitarbeiter und Konsumenten gewährleisten können, dass die eben öffnen dürfen und möglicherweise die, die das weniger gut können, auch noch ein bisschen warten müssen.